Club Alpha und das verzauberte Schloss. Unsere Übungshefte mit vielen Aufgaben und Videos findest du ab sofort auf www.strandmatte.de und bei Amazon. Für Jonas, Hanna, Sophie und Steffen wird es langsam Zeit, Lebewohl zu sagen. Sie haben die Zeit vor 500 Jahren im Mittelalter erlebt. Nun kehren sie in ihre Zeit zurück. Sie sind schon ein bisschen traurig und vor allem die Fee wird ihnen ganz schön fehlen. Dieses Kapitel 13 heißt Kalender, Uhrzeit und Zeitspanne. In einem Kalender kannst du dir alle Tage des Jahres ansehen, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Normalerweise vergehen 365 Tage. Manchmal haben wir aber Schaltjahr, nämlich alle 4 Jahre. Dann sind es 366 Tage, das heißt, wir haben einen Tag mehr im Februar. 29 statt 28 Tage. Außer dem Februar haben alle anderen Monate jedes Jahr gleich viele Tage, nämlich entweder 31 oder 30. Ein Tag hat 24 Stunden, eine Stunde besteht aus 60 Minuten und eine Minute lässt sich in 60 Sekunden aufteilen. Auf dieser Uhr, die du hier zum Beispiel siehst, ist es gerade entweder 8 Uhr morgens und die Schule beginnt jetzt gerade, oder es ist 8 Uhr abends und wir gehen so langsam schlafen. Der Tag beginnt um Mitternacht, 0 Uhr, und geht bis zum Mittag, 12 Uhr. Ab 12 Uhr zählen wir weiter, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und so weiter bis 24 Uhr. Und naja, 24 Uhr ist dann wieder 0 Uhr und dann beginnt der neue Tag. Wir schauen mal zusammen auf eine kleine Übung. Zeichne die Uhrzeiger passend zur Tageszeit ein. Wenn du möchtest, kannst du das Video kurz anhalten und dir einfach mal selber auf dem Blatt Papier mit einem Stift überlegen, wie die Uhrzeiger hier passend eingesetzt werden müssen. Bei unserer ersten Uhr steht Jonas gerade auf. Es ist 6.30 Uhr. Um 6.30 Uhr hat also diese Uhr hier ihren Zeiger auf der 6. Ein bisschen daneben, denn dieser dicke, kleine, rote Uhrzeiger wandert immer ein wenig weiter. Denn es sind jetzt schon 30 Minuten von dieser Stunde vergangen. Es ist 6.30 Uhr. Deshalb steht eben dieser lange blaue Zeiger auf der 6, weil eine halbe Stunde vergangen ist. Der lange blaue Zeiger ist hier oben bei der 12 gestartet, als die volle Stunde, also 18 Uhr oder 6 Uhr, es ist jetzt ja 6 Uhr morgens, angefangen hat. Und er ist dann 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten weiter gewandert, weil zwischen jeder Zahl 5 Minuten liegen. Also haben wir hier 6.30 Uhr. Jetzt geht Jonas herunter zum Frühstücken. Dann ist es 7.15 Uhr. Das bedeutet, dass der kleine rote Zeiger auch wieder in der Nähe von der 7 steht und der blaue Zeiger zeigt 15 Minuten an. Das heißt, er ist von oben von der 12 drei Zahlen weiter gewandert. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Sophie ist schon in der Schule, es ist 10 Uhr. 10 Uhr ist einfach auf der Uhrzeit abzulesen, denn der kleine rote Zeiger steht auf der 10 und die 10. Stunde des Tages hat ja gerade erst begonnen, das heißt der lange blaue Zeiger zeigt auf die 12. Dann ist die Schule vorbei und es gibt ein bisschen was zu essen, also Mittagszeit um 13.10 Uhr, das heißt auch hier steht jetzt dieser rote Zeiger, der einmal an diesem Tag schon rundherum gegangen ist, fängt jetzt wieder an bei der 1, steht also auf 1 Uhr. Und der blaue lange Zeiger zeigt 10 Minuten an. 10 Minuten bedeutet, dass der blaue Zeiger eben zwei Zahlen weiter gewandert ist. Dann am Nachmittag wird ein bisschen Fußball gespielt. Hier haben wir Steffen und Hanna, die ein bisschen kicken. Und da haben wir 16.40 Uhr. Das bedeutet, dass der kleine rote Zeiger auf der 4 steht und der lange blaue 40 Minuten von dem höchsten Stand hier weitergewandert ist. Also 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Das heißt, er muss auf die 8 zeigen. Tja, und abends schläft Hanna hier um 23 Uhr, es ist fast Mitternacht, das heißt, der Tag ist fast zu Ende. Um 23 Uhr muss der rote kleine Zeiger auf der 11 stehen und der lange blaue auf der 12. Denn 11 ist ja eben genau das gleiche wie 23. Jetzt kommt es nur darauf an, ist es 11 Uhr morgens bzw. mittags oder ist es 11 Uhr in der Nacht, dann würde man von 23 Uhr sprechen. Tja, es ist einiges passiert in dieser Geschichte von Club Alpha. Der Club Alpha ist ja Hanna, Sophie, Jonas und Steffen und sie sind ins Mittelalter gelangt. Über eine Falltür sind sie am Anfang unserer Geschichte in ein Verlies gefallen und mussten dann ganz schön viele Aufgaben erfüllen. Sie sind ungefähr so um 9.05 Uhr in das Verlies gefallen
Und da begann die Geschichte. Und jetzt hat sie der Zauberer wieder zurück in ihre Zeit gezaubert. Und das war so um 16:30 Uhr. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Also von 9:05 Uhr bis 16:30 Uhr. Dafür nimmt man erstmal die ganzen vollen Stunden. 9:05 Uhr startet es und jetzt kannst du mit deinen Fingern zählen. 10:05 Uhr, 11:05 Uhr, 12:05 Uhr, 13:05 Uhr, 14:05 Uhr, 15:05 Uhr, 16:05 Uhr. So, jetzt ist es aber 16:30 Uhr, wenn sie wieder zurück in ihre Zeit kommen. Das heißt, zu den 16:05 Uhr, also den 7 Stunden, die ich hier an meinen Fingern sehe, müssen noch weitere 35 Minuten dazu, 25 Minuten dazukommen, damit man dann bei 16:30 Uhr steht. Das heißt, wir haben 7 Stunden und 25 Minuten. Hier steht jetzt, wie lange kann Jonas noch schlafen, wenn um 6:45 Uhr sein Wecker klingelt? Es ist jetzt aktuell 11:45 Uhr, also noch 15 Minuten bis Mitternacht. Wenn man sich jetzt überlegt, dass das 23:45 Uhr ist, dann kann man jetzt wieder mit seinen Fingern weiterzählen. Von 23:45 Uhr, eine Stunde weiter, wäre 0:45 Uhr. Dann 1:45 Uhr, 2:45 Uhr, 3:45 Uhr, 4:45 Uhr, 5:45 Uhr und 6:45 Uhr. Das sind insgesamt 7 Stunden und ich brauche keine weiteren einzelnen Minuten mehr, weil ich bin ja dann bei 6:45 Uhr. Also von 23:45 Uhr bis 6:45 Uhr vergehen exakt 7 Stunden. Hanna sitzt in der Schule und es ist jetzt gerade 9:25 Uhr. Um 13 Uhr ist die Schule immer vorbei. Wie viele Stunden vergehen also noch, in denen Sophie hier lernen muss? Sophie sitzt jetzt hier, es ist 9:25 Uhr und um 13 Uhr ist die Schule vorbei. Das heißt, von 9:25 Uhr bis 10:25 Uhr, bis 11:25 Uhr, bis 12:25 Uhr. Und jetzt noch weitere 35 Minuten drauf, dann bin ich bei 13 Uhr. Also 3 Stunden und 35 Minuten. Mittags bis abends wird Fußball gespielt. Steffen und Hanna spielen und zwar von 2 Uhr, also 2 Uhr mittags, dann wissen wir, es ist nicht 2 Uhr, sondern 14 Uhr. Man kann aber beides sagen. 14 Uhr wäre aber genauer, weil es sich ja um die Mittagszeit handelt und nicht um 2 Uhr nachts. Also 14 Uhr bis 18:40 Uhr. Habe ich 14 Uhr bis 15 Uhr, eine Stunde bis 16 Uhr, bis 17 Uhr, bis 18 Uhr. Das sind 4 Stunden. Und es kommen noch weitere 40 Minuten drauf, denn sie spielen ja von 14 Uhr bis 16:40 Uhr. Also 4 Stunden und 40 Minuten. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Wo wart ihr denn? Das würdet ihr uns doch eh nicht glauben, selbst wenn wir es euch erzählen würden.